Richtung Albany Avenue. Was haben wir denn da? An die Wand! Nicht so lahm wird's bald! Acht schon! Kommen Sie raus, Charlie, Sie sind fertig! Irrtum! Ich habe hier einen Haufen süßer Hasen als Geiseln! Entweder ihr lasst mich raus oder hier gibt's einen Massenkampf! Weg von der Tür! Wo ist Jerry? Mr. Cotton ist wieder runtergelaufen. Tut mir leid, meine Damen, aber er wollte es ja nicht anders. Gott sei Dank, Sie sind gerade hier. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke, danke. Du Schwein, Cotton. Drei Morde und ein kleiner Bankraub, das genügt doch. Nicht so geschwollen, mein Junge. Du kommst auch noch dran. Jerry Cotton, Fall Nummer 7. Der Tod im roten Jaguar. 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 Hat mich gebeten, Ihnen in seinem Namen den Dank des FBI auszusprechen, aber langsam mache ich mir Sorgen um Sie, lieber Jerry. Warum denn das, Mr. DiLaggio? Tja, werde ich Ihnen sagen, die gesamte New Yorker Unterwelt hat sich fest vorgenommen, Sie auszuschalten. Na, dann will ich mich in meinen letzten Stunden noch ein bisschen amüsieren.
das macht dann $1.30, Sir. Hier. Man dankt. Jetzt nicht. Gut, ich geh schon. Guten Tag. Ist deine Mutti nicht da? Sie kann jetzt nicht. Wer ist denn da, Jane? Ein Mann will dich sprechen. Frag ihn, was er will. Was wollen Sie denn? Nichts. Gar nichts. Na, was ist denn nun? Das war aber ein komischer Mann. Plötzlich ist er weggegangen. Ja, was gibt's denn? Sie haben mir nicht gesagt, dass ein Kind in der Wohnung ist. Dann werden Sie nicht sentimental. Nein, davon kann ja gar keine Rede sein. Na bitte, was stört Sie das Kind? Es war doch alles besprochen. Das können Sie doch nicht verlangen. Bleib hier und spiel unten. Ja, Mister. Mach nicht auf, Jane. Mama, der Mann ist wieder da. Er kommt raus. Aber ich hab dir doch gesagt, du sollst... Was wollen Sie? Bring doch mal eine neue Kassette auf hier. Ja. Jerry. In die Schläfe geschossen. Die Frau heißt Ann Gordon, das Mädchen ist ihre Tochter Jane. Es ist ungeheuerlich. Ein Kind so brutal zu... Mr. Decker. Verzeihen Sie. Ann Gordon ist verheiratet mit einem gewissen Francis Delano Gordon. Dieser Gordon leitet zusammen mit einem Kompagnon eine Maklerfirma für Immobilien in Florida und Kalifornien. Er wohnt in San Francisco, hält sich aber zurzeit in Santa Monica auf. Die Ehe soll unglücklich gewesen sein. Für die Nachbarn war der Ehemann daran schuld. Er muss kein angenehmer Zeitgenosse sein. Sie trauen ihm alle einen Mord zu. Jeder hat sofort gesagt, das war Francis. Haben Sie feststellen können, was Gordon in den letzten 12 Stunden gemacht hat? Besteht die Möglichkeit, dass er hin und zurück geflogen ist? Ich habe Gordon in Santa Monica um 9 Uhr telefonisch erreicht. Nach unseren Berechnungen wurde seine Familie um 6 Uhr umgebracht. 3 Stunden also. Das reicht ja kaum für die An- und Abfahrt zu den einzelnen Flughäfen. Aber mir ist da was aufgefallen. Ja? Als ich Gordon gesagt habe, dass seine Frau ermordet worden ist, ist er völlig ruhig geblieben.
Aber als ich ihm dann mitgeteilt habe, dass auch seine Tochter tot ist, da hat er ganz anders reagiert. Da ist er nämlich zusammengebrochen. Wieso? Was war denn? Na ja, er hat plötzlich eine Riesenschau abgezogen und hat geschrien, aber das kann doch alles nicht sein. Das hat ihn völlig überrascht. Sonst noch was? Mir hat's gereicht. Jerry, ich muss Ihnen erklären, warum das ein Fall für FBI ist. In all den Städten hier sind in der letzten Zeit Menschen umgebracht worden. Allein 7 in San Francisco. Und alle sind irgendwie gleich. Es gibt jeweils einen Verdächtigen, der dafür allein in Frage kommt. In Frage kommen muss, weil jeder von ihnen ein Motiv hat. Aber alle diese Verdächtigen haben ein handfestes Alibi. Sie können es nicht gewesen sein. Aber Sie könnten den Mord bestellt haben, Mr. DiLaggio. Sie haben völlig recht, ja. Und noch eins haben alle diese Fälle gemeinsam. Alle Morde wurden mit Pistolen ausgeführt, die durch einen Spezialschalldämpfer beinahe lautlos arbeiten. Einige der Opfer sind mitten auf der Straße zusammengebrochen, ohne dass jemand einen Schuss gehört hätte. Sie wollen also damit sagen, dass hinter allem eine Organisation steht, die Morde auf Bestellung durchführt? Ja, Jerry, das will ich damit sagen. Warum sehen Sie mich denn dabei so an? Ich war es nicht. Jerry. Hier? Sie sind unsere einzige Hoffnung. In Los Angeles wird Sie einen Polizeiwagen abholen und nach Santa Monica fahren. Ich habe alles mit dem Polizeichef von Frisco besprochen. Geben Sie mir San Francisco. Hallo, Mr. DiLaggio. Kommt jemand runter? Wer ist es denn? Jerry Cotton. Sagen Sie mir, er hat den dicksten Fall seiner Laufbahn vor sich. Er soll sich beeilen. Ich habe ihn schon scharf gemacht. Er fliegt sofort los. Erst zu Gordon nach Santa Monica und dann zu Ihnen. FBI. Ich habe einen Hausdurchsuchungsbefehl. Kann ich bitte in das Zimmer von Francis Gordon? Mr. Gordon ist nicht im Hotel, aber seinen Apartmentschlüssel habe ich hier. Zimmer 1148. Aha. Danke. Ja, Vermittlung? Nochmal Cotton. Ich brauche eine Aufstellung über alle Gespräche, die gestern Abend von diesem Apparat aus geführt worden sind. Mit den Nummern? Ja, danke. Was machen Sie denn hier in meinem Zimmer? Wer sind Sie? FBI. Ich bin Jerry Cotton. Ich habe Sie gestern von New York aus angerufen. Ja und? Was wollen Sie noch von mir? Haben Sie in meinem Schreibtisch rumgewühlt? Ich wühle überhaupt nicht, ich suche. Hier ist der Befehl dazu, der Haussuchungsbefehl. Glauben Sie, mich interessieren Ihre Sockenhalter und Hosenträger? Das Einzige, worauf ich scharf bin, ist dieses Foto hier. Warum haben Sie es eigentlich umgedreht? Schlechtes Gewissen? Das Bild wird wohl umgefahren sein. Als ich Sie gestern Abend angerufen habe, Mr. Gordon, hat Sie der Mord an Ihrer Frau erstaunlich kalt gelassen. Ich weiß, was Sie damit sagen wollen, Mr. Cotton. Es ist allgemein bekannt, dass meine Ehe nicht gerade sehr glücklich gewesen ist. Durchaus verständlich, dass Sie mich für den Mord an meiner Frau verantwortlich machen. Ich habe für Sie ein Motiv, wie Sie sich besser gar nicht wünschen können, Mr. Cotton. Und ich gebe es sogar zu, ich habe meine Frau gehasst und ihren Tod gewünscht. Ich habe ihr die Scheidung angeboten, aber sie wollte nicht. Ich habe auch eine Geliebte, aber das ist dem FBI wohl schon bekannt. Motive am laufenden Band. Was meinen Sie, ist das Mädchen einen Mord wert? Deshalb hat es Sie also kalt gelassen, dass Ihre Frau ermordet worden ist. Das war ein hübscher Anblick, die ganze Badewanne voll Blut. Hören Sie auf! Warum haben Sie so geschrien, als ich Ihnen erzählt habe, dass Ihre Tochter auch ermordet worden ist? Ich werde es Ihnen sagen.
Sie haben Auftrag gegeben, Ihre Frau zu ermorden. Aber der Mord an Ihrer Tochter war nicht eingeplant, Mr. Gordon. Und ich bin überzeugt davon, dass Sie gestern Abend nach unserem Telefongespräch sofort den Mörder angerufen haben, um für... Die Liste mit den Telefonnummern, Sir. Ja, mein Sohn. Danke, Sir. Nach dem Gespräch mit Ihnen, Mr. Cotton, habe ich noch zwei Leute angerufen. Und zwar erstens meinen Kompagnon John Sheridan. Ich habe ihm von dem Unglück erzählt. Und er hat mir geraten... einen Privatdetektiv mit dem Fall zu beauftragen. Ich glaube, Sie haben mit ihm schon gearbeitet. Sam Parker. Der Name ist Ihnen doch bekannt. Das war mein zweites Telefongespräch, wenn Sie schon so genau wissen wollen, Mr. Cotton. Ich habe Parker beauftragt, alles zu tun, um diesen Verbrecher zu finden. Kosten spielen dabei keine Rolle. Ihr Verdacht ist also völlig unbegründet. Also, Mr. Cotton, haben Sie noch eine Frage? Nein. Warten Sie hier. Ja, bitte sehr gern. Grüß dich, Jerry. Hi, Sam. Wie war der Flug? Hm? Wackelig. Hm. Hast du das Telegramm bekommen? Ja, aber ich bin nicht schlau draus geworden. Was ist denn los, Junge? Hat dich heute Nacht ein gewisser Francis Gordon angerufen und dir einen Auftrag übergeben? Ja, er hat sogar schon Geld überwiesen. Der Mann ist ja unheimlich schnell. Was ist dieser Gordon für ein Knabe? Ein richtig netter Mitbürger. Hat bloß mal kurz seine Frau umgebracht. Jerry. Nach allem, was du mir da erzählst, Jerry, kann ich mir nicht erlauben, den Fall zu übernehmen. Ich stehe wahrscheinlich auf der falschen Seite. Wer hat ihm bloß den Tipp gegeben, mich einzuschalten? Hat er dir nichts erzählt? Nein. Sein Kompagnon Sheridan hat dich empfohlen. Ja, du bist in unserer Branche einer der Größten. Du wirst wahrscheinlich bald Millionär werden, was? Naja, man tut eben, was man kann, ist das nicht so? Wo darfst du denn nun hingehen, meine Herren? Wie kommen Sie denn auf Herren? Ist da nur einer hier? Nun fahren Sie es mal zum Präsidium. Ich bin mit dem Polizeichef von Frisco verabredet. Na, endlich, Mr. Cotton. Wir haben Sie schon mit Sehnsucht erwartet. Sieben Morde haben wir bisher gesammelt. Sie werden viel zu tun haben. Die Leute arbeiten perfekt und wissen sich ja längst, dass FBI Sie von der Leine gelassen hat. Bitte setzen Sie sich. Mach ich glatt. Was war denn mit Gordon? Nichts. Das heißt noch nichts. Aber ich bin überzeugt, dass er den Mörder kennt. Sie kriegen jede Unterstützung von mir, wenn Sie nur den Mann finden, der seine bezahlten Mörder in alle Bundesstaaten schickt. Nur ist gut. Verzeihung, fahren Sie vielleicht zufällig nach Civic Center? Ja, warum? Wissen Sie, ich müsste auch dahin. Dann nehmen Sie doch die Straßenbahn. Ja. Oder ein Taxi. Um diese Zeit kriegt man keins. So, Ihr Problem. Meine Frau ist im Krankenhaus, es geht um Leben und Tod. Bitte, Sir. Also gut, steigen Sie schon ein. Danke, Sir. Sie sind Mr. Jackson, nicht wahr? Sie kennen mich? Man hat mir ein Bild von Ihnen gezeigt. Von was für einem Bild reden Sie denn da? Wer sind Sie denn? Das spielt keine Rolle. Das heißt, natürlich spielt es eine Rolle, aber für Sie nicht. Für mich ist es etwas Neues, dass ich mich vorher noch unterhalten kann. Ich glaube sogar, dass ich immer irgendwie das Bedürfnis danach hatte. Sagen Sie mir, ist Ihnen nicht gut? Das andere allein befriedigt mich nicht. Dann hören Sie mal auf mit dem Blödsinn.
Steigen Sie gefälligst aus. Natürlich, wenn Sie es wünschen. Der heißt Henry Jackson. Er ist Prokurist bei einem gewissen Peter Karp. Er hatte immer Ärger mit seinem Boss. Ich habe rausgekriegt, dass Jackson seinen Chef angezeigt hat, wegen Unterschlagung. Haben Sie eine Adresse von diesem Karp gefunden? Ja, ich war sogar schon bei ihm, aber er hat heute Abend ein paar Leute bei sich, ungefähr 30 Figuren. Ich konnte nicht an ihn rankommen. Sehen Sie doch mal in der Kartei nach. Vielleicht haben Sie was über Karp. Machen wir gleich, Jerry. Kommen Sie ins Präsidium. Phil Decker ist eben eingetrudelt. Teller Gemüsesuppe, Mr. Davis. Ich habe noch was übrig. Warum nicht, Mrs. Cunnings? Vielen Dank. Sie verwöhnen mich wirklich. Das mache ich nicht bei jedem Mieter. Nur weil Sie so ein ruhiger, anständiger, solider Gast sind. Ruhig? Ja, das bin ich seit kurzem. Ich bin ganz ruhig geworden. Sie kriegen aber neuerdings viele Briefe von der Bank. Von der First National, Mrs. Cunnings. Und alles Gutschriften, Mrs. Cunnings. Nur Gutschriften. Das ist doch schön. Eine erfreuliche Entwicklung. Na, großer Meister. Grüß dich, Phil. Bist du mit dem Jaguar gekommen? Ohne Jaguar fühlst du dich wohl wie barfuß, was? Ja, splitternackt. Ein neuer Mord? So ist es. Wieder dasselbe? Mhm. Wieder mit einer Pistole, die niemand hört. Der achte Mord. Hast du denn schon ermittelt, ob es jemanden gibt, der den Mord in Auftrag gegeben haben könnte? Hab ich. Wer denn? Karp? Ja, genau. Für ihn kommt der Mord an Jackson wie gerufen. Jackson sollte nämlich als Zeuge gegen seinen Chef in einem Prozess auftreten. Und das macht ihn verdächtig? Ja, das schon, aber es beweist nichts. Nein, aber eins dürfte interessant sein. Mr. Karp und Mr. Gordon sind Mitglieder des gleichen Golfclubs. Hm. Vielleicht könnten Sie da nachstoßen. Was meinen Sie? Fragen wir doch mal Gordon selbst, ob er Karp kennt. Ach, mach doch nicht sowas, Phil. Mit solchen Sachen kannst du dem doch nicht kommen. Nein, ich glaube, dass ich da einen besseren Draht habe. Sam Parker arbeitet für Gordon. Vielleicht kann der mir einen Vorhang aufmachen. Was ich von Gordon gehört habe? So gut wie nichts. Ich habe ihn angerufen und gefragt, ob ich weiter für ihn ermitteln soll, aber offenbar legt er keinen Wert auf eine weitere Zusammenarbeit. Trinkst du was? Nein, Sam. Immer erst, wenn die Lampen angehen. Noch was, Sam. Hm? Kennst du einen Mann, der Karp heißt? Ist der dir schon mal über den Weg gelaufen? Karp? Ja, Peter Karp. Da fällt mir etwas ein. Den Namen habe ich doch schon gehört. Ich habe Gordon in seinem Hotel angerufen. Da kam plötzlich die Telefonistin dazwischen. Dringendes Gespräch, hat sie gesagt, von einem Mr. Karp. Karp heißt doch der Mann, dessen Prokurist erschossen worden ist. Den meine ich. Mhm. Karp und Gordon. Die beiden hängen irgendwie zusammen. Hm? Wichtig für dich? Aber sehr. Ich muss rauskriegen, wie gut sich die beiden kennen. Machst du mit? Hm. Ja, dann setzen wir es erstmal. Sieht nach einer sehr üblen Sache aus, wenn du allein nicht damit fertig wirst. Die arbeiten mit einem besonderen Schalldämpfer. Ja, der außerdem im Abschluss die Kugeln verformt. Zeig mal. Darf ich mal? Du darfst. Jerry, würdest du bitte mal da den Knopf drücken? Oh, Knöpfe drücke ich ungern. Man weiß nie, was passiert. Das ist mein privater Schießstand. Für Schützenfeste am heimischen Herd. Donnerwetter. Na, Sam? Ist das eine Puste? Teuflisch. Ja, ja. Du, Sam. Hallo, Jerry. Ja, du wirst wohl immer jünger. Was? Wann wirst du eigentlich konfirmiert? Nicht von dir, aber ich denke, konfirmiert wird man mit 15. Ja, eben. Wie lange kennen wir uns schon? Oh, nein, sag's lieber nicht. Spielt ihr beide Wilder Westen? Weißt du, was das ist? Hier hat sich einer was Unwahrscheinliches einfallen lassen. Das Ding arbeitet mit einem ganz neuen Schalldämpfer. Der Schuss ist kaum zu hören. Pass auf. Meine Güte, das ist ja gespenstisch. Damit kann man ja mitten auf der Straße jemanden umbringen, ohne dass ein Schuss zu hören ist. Mhm. Genau. Man kann nicht nur. Man ist schon ganz hübsch dabei. Mr. Davis, jetzt weiß ich auch, warum ich Ihnen die Zeitung bringen sollte. Warum denn? Heute ist ein Bild von Ihnen drin. Gucken Sie mal. Von mir? Ja, der Herr links, das sind Sie doch. Ach so, die Mordsache damals. Davon haben Sie mir ja gar nichts erzählt. Ganz gut geworden. Gewöhnlich kommen die Bilder in den Zeitungen ja immer sehr unscharf, aber hier kann man mich direkt erkennen. Mhm. Das war eine schlimme Sache.
Ich kam gerade zufällig vorbei, Mrs. Cummings. Es ist ein ganz merkwürdiges Gefühl, das man hat, wenn man so dasteht und... Ja, was denn für ein Gefühl? Ich danke Ihnen, Mrs. Cummings. Danke. Eve, gehst du mal ran? Eve! Ich gehe ja schon. Eve Cummings? Augenblick, bitte. Mr. Davis, für Sie! Danke, ich komme. Schlafmütze. Auch gerade erst aufgestanden? Ja, ihr Davis. Habe ich was Neues für Sie. Und keine Zeugen. Wie? Keine Zeugen. Nein, nein. Wie immer. Und keine Spuren. Sie kennen mich doch. Habe ich in Schwierigkeiten? Ja. Wann denn? So schnell wie möglich. Ja. Wird selbstverständlich prompt erledigt. Ja. Ich habe verstanden. Wie bitte? Haben Sie die letzte Überweisung bekommen? Ja. Die letzte? Nein, ich habe den Bankauszug bekommen. Vielen Dank. Ja. Wieder Geschäfte, lieber Mr. Davis? Ja. Entschuldigen Sie bitte. Und du denkst wirklich, dass der Mäuse hat? Wenn ich dir doch sage, ich habe selbst gesehen, mindestens 3.000 Dollar die letzte Woche. 3.000? Mann vom FBI. Bitte. Danke. Wir können hier in aller Offenheit sprechen. Das sind meine Geschäftsfreunde, vor denen habe ich keine Geheimnisse. Zigarre? Danke, Mr. Carr. Ich weiß, was Sie denken. Mein Prokurist Jackson stirbt wenige Stunden vor einem Prozess, durch den ich meine Konkurrenten mit Hilfe seiner Aussage erledigen wollten. Natürlich ist es mein Vorteil, dass er tot ist. Trotzdem tut er mir leid, der arme Jackson. Aber, Mr. Cotton, habe ich ihn umgebracht? Nein, Sie hatten ja an dem bewussten Abend eine Gesellschaft mit 30 Personen, oder sagen wir besser mit 30 Zeugen. Das Wort höre ich sehr gern, Mr. Cotton. Zeugen. 30 Zeugen. 30 Zeugen, die für Sie aussagen gegen einen Kameraden, der unbequem gewesen ist. Jackson, ne? Ein hübscher Vergleich. Ich habe ihn zum Teufel gewünscht. Und Sie wünsche ich auch zum Teufel, Mr. Cotton. Denn Sie stehlen meine Zeit. Lieber Mr. Carr, wenn ich Sie wäre, würde ich das Wort stehlen nicht so leichtfertig in den Mund nehmen. Ja, ein hübscher Vergleich. Warum denn die Eile? Ich habe noch was für Sie. Sagen Sie mal, kennen Sie einen Mann, der Gordon heißt? Francis Gordon? Ich glaube, ich habe den Namen schon mal gehört. Sie haben ihn nicht nur gehört, Mr. Carr. Sie müssen ihn recht gut kennen. Denken Sie mal nach. In diesem Sinne, Mr. Carr. Mir. Vorsicht, Dicker! Was schnüffeln Sie hier rum? Verschwinden Sie, ja? Sind Sie lebensmüde? Vorsichtig, ich beiße, Dicker. Siehst du? Hab ich dir doch gesagt. Guten Tag. Sie haben es aber verflixt eilig. Ich bitte Sie, helfen Sie mir. Ja, gern, aber wer sind Sie denn? Linda Carp, die Frau von Peter Carp. Aha. Er will mich umbringen. Wer will Sie umbringen? Mein Mann will mich umbringen. Carp? Wieso? Ach, ich weiß es nicht. Ich kenne ein paar geschäftliche Dinge, irgendwelche dunklen Sachen. Ich weiß nicht, warum das gefährlich ist für meinen Mann, aber offenbar glaubt er es. Wie lange brauchen Sie, um ein paar Sachen zu packen? 5 Minuten. Ich ziehe mich schnell um. Bitte warten Sie auf mich. Ja, ja, ich nehme Sie mit. Ich bin vorne auf der Straße. Ich warte draußen auf Sie. Danke. Linda!
Warum ist die Balkontür auf? Ich brauche frische Luft. Mir war nicht gut. Hast du eigentlich Angst? Ich weiß gar nicht, wovor du Angst hast. Mr. Davis? Jawohl, hier. Ich wollte sie mir mal aus der Nähe ansehen. Wieso dieses? Sie sollen ja eine große Nummer sein, ein erstklassiger Fachmann. Das freut mich aber, dass Sie das sagen, Sir. Aber wenn ich Sie so ansehe, mit Ihrem Backpfeifengesicht, naja. Hier sind die Autoschlüssel. Der Wagen steht vor Haus Nummer 10. Danke verbindlich, Sir. Schatz, du sollst nicht das Gefühl haben, hier eingesperrt zu sein. Ganz im Gegenteil. Wenn du gehen willst, bitte, sag mir nur wohin. Ich wollte zu meiner... Schon gut, du brauchst nicht zu schwindeln. Was du auch sagst, das ist gelogen. Ich werde es schon rauskriegen. Bitte? Ich habe dir schon ein Taxi bestellt. Bitte, Madam, Ihr Taxi. Darf ich bitten? Fahren Sie bitte nicht so schnell. Sagen Sie nur, wie ich fahren soll, Madam. Ich möchte in allen Dingen perfekt sein. In jeder Hinsicht möchte ich möglichst vollkommen sein. Wie? Perfekt zu sein ist ein größeres Vergnügen, als ich je dachte. Bitte? Es befreit. Ich habe immer geglaubt, ein Versager zu sein. Das ist mein Komplex, sagt Doktor. Der Name tut nichts zur Sache. Obwohl es eigentlich von keinerlei Bedeutung ist, ob ich Ihnen etwas sage oder nicht. Wovon reden Sie eigentlich? Zum Beispiel Kabelwerke Morris und Sohn, Zimplen oder die Bahnanlagen oder... Bitte halten Sie an! Hier? Wie Sie wollen. Sie wissen also Bescheid. Ich habe darum gebeten, mir nie Leute zu geben, die Bescheid wissen. Das macht dann $2. Ich gebe Ihnen noch eine Quittung. Na, wer wird denn gleich mit der Kanone kassieren? So, mein Junge, jetzt spuck aus. Wer bezahlt dich? Lohnt sich das Geschäft und von wem kriegst du die Aufträge? Dann mach die Zähne auseinander. Er ruft an und... Fahren Sie zum nächsten Polizeirevier. Seien Sie vorsichtig. Was meinen Sie, warum ich noch lebe? Kabelfabrik Morris und Sohn, Einfahrt 4, Ende.
Achtung, er kommt! Bahnanlagen. Dürfen wir mitspielen? Cotton, FBI. Ich brauche Verstärkung. Kann ich euren Sprechfunk benutzen? Klar, Mr. Cotton. Danke. Wer schläft? Er zieht ihm noch eins über. Aber es muss alles nach Unfall aussehen. Machen wir. Willen, Jerry. Beinahe wär's ein Kartoffelpuffer geworden. Junge, Junge. Nun beruhigen Sie sich doch. Bei uns sind Sie ja in Sicherheit. Wir sind Ihnen übrigens zu großem Dank verpflichtet. Mrs. Carp, Ihr Hinweis auf die Bahnanlagen war gut. Wenn sich aber Mr. Cotton nicht selbst geholfen hätte, wären wir trotzdem zu spät gekommen. Der Mann heißt Kit Davis. Er hat bei einer Mrs. Cunnings in Untermiete gewohnt. Sein Konto bei der First National Bank ist in letzter Zeit ganz schön angeschwollen. Mehr haben wir aus der Cunnings nicht rausgekriegt. Tja, alles, was wir erfahren haben, scheint darauf hinzuweisen, dass wir es mit einer großen Verbrecherorganisation zu tun haben, die perfekt geleitet und sagenhaft ausgerüstet ist. Die Aktionen liefen folgendermaßen ab. Der Mörder Davis wurde auf das Opfer angesetzt.
Und ein zweiter Mann wurde hinterhergeschickt. Er hatte die Aufgabe, Davis zu liquidieren, wenn etwas schief gehen sollte. Dieser Zweite hat seinen Job ausgeführt, als Jerry bei Davis dazwischen kam. Bei der Verfolgung hat ihn die Organisation gedeckt. Es hat nahtlos geklappt, Generalstabsarbeit. Es gibt sie also doch. Die Firma, die mit Mord handelt. Nein! Linda! Gott sei Dank ist dir nichts passiert. Ich habe es eben erst erfahren. Was ist das denn gewesen? Lass mich in Ruhe. Wissen Sie das wirklich nicht? Sie sollten sich mehr um Ihre Frau als um Ihre Geschäfte kümmern. Ich habe gehört, dass Sie wahrscheinlich das Leben meiner Frau gerettet haben. Alles in Ordnung? Mhm. Heldentaten sollen honoriert werden. Sagen Sie Ihren Preis. Ich handle nicht. Ach, wissen Sie, lieber Freund, FBI macht sowas umsonst für den braven Steuerzahler. Aber ich würde an Ihrer Stelle ein bisschen mehr den Daumen drauf halten. Sie sollen doch in letzter Zeit große Ausgaben gehabt haben. Wie kommen Sie darauf? Das hat mir ein Vögelchen gesungen, aber Sie können mir natürlich das Gegenteil beweisen, wenn Sie mir Ihre Kontoauszüge der letzten 2 Wochen zeigen. Ich werde mich selbstverständlich weigern, Ihnen meine Bankunterlagen zu geben, Mr. Corden. Dachte ich's mir doch, Mr. Carp. Du kommst jetzt nach Hause. Nein, ich komme nicht mit. Nanu. Ich werde Ihnen nicht das Stichwort für eine Familientragödie im Hause Carp geben, Mr. Corden. Behalten Sie, Linda. Bitte bleibe, wenn du willst, aber lass mich wissen, wo du bist und melde dich, wenn du Hilfe brauchst. Alles Gute, Linda. Ich habe Angst. Sagen Sie mal, haben Sie hier irgendwelche Bekannte oder Verwandte? Doch ja, aber er wird annehmen, dass ich dahin gehe. Ich möchte nicht, dass er weiß, wo ich bleibe. Detektiv Sam Parker, guten Tag. Hier ist Jerry, der Erbarmungs... Hallo, Jerry. Ich habe ja schlimme Sachen von dir gehört. Ach, was die Leute so reden. Ah ja, du wolltest ja schon immer Eisenbahner werden. Es ist Jerry. Linda Carp? Na, das ist doch selbstverständlich. Kannst du sie mal rüberschicken? Geht mal her. Ich möchte sie abholen. Aber natürlich, ich komme zum Präsidium. Grüß dich, lieber Jerry. Was machst du denn für Sachen? Wenn die Dame hübsch ist, gehe ich als Leibwache mit, du. Ja, ich weiß, Ria tut eben alles für dich. Ich bin schon ungeheuer eifersüchtig. Darf man wohl auch erwarten? Aber ganz im Ernst, Jerry, ich habe eine Stinkwut auf diese Burschen und ich bin froh, wenn ich dir helfen kann. Bist du weitergekommen? In der Sache Gordon? Nein, noch nicht. Aber ich bin weiter am Ball. Das wär's, Sam. Ja, bis dann. Wiedersehen. Also, ich wiederhole. Morris und Sohn, Kabelwerk und Bahnanlagen. So war's doch. Sagen Sie mal, hat der Taxifahrer sonst noch was gesagt? Ich weiß nicht. Ich dachte schon, er ist verrückt. Er hat etwas gesagt von einem Arzt und er würde so gern perfekt sein. Was wollte er sein, perfekt? Ja, er hat gesagt, es ist ein größeres Vergnügen, als er gedacht hat und es befreit ihn oder so ähnlich. Na, Jerry? Ria, bist du hergeflogen? Ist das Mrs. Linda Carp? Mrs. Carp, darf ich vorstellen, das ist Ria Payne, eine alte Freundin von mir. Ria wird Sie unter Ihre Fittiche nehmen, Sie können bei ihr wohnen. Ich freue mich schon auf Ihren Besuch, Linda. Sie kann natürlich so lange bei mir bleiben, wie es ihr Spaß macht. In dem Haus hier wohne ich. Sehr hübsch ist es hier. Hoffentlich sind Sie keine grüne Witwe. Was glauben Sie, was ich alles tue, um sich zu werden? Kommen Sie, der Fahrstuhl ist gerade da. Hoffentlich ist es Ihnen nicht zu hoch. Schön ist es hier bei Ihnen. Gefällt mir sehr. Ich hoffe, dass Sie sich bei mir wohlfühlen werden. Hier sind Sie absolut sicher. Sie brauchen keine Angst mehr zu haben. Machen Sie sich's bequem. Danke. Sie sind beide in der Wohnung. Dann erledige die Sache. Nachher gehst du zu Simplon. Ja, in Ordnung, Chef. Kann ich Ihnen helfen? Ach, das mache ich schon. Ich würde mich aber gerne ein bisschen nützlich machen. Ja, wirklich. Wissen Sie, das können Sie vielleicht gar nicht verstehen, aber... Es ist schön, wenn man keine Angst mehr hat. Nein, nicht immer. Ich habe meinen Mann mal sehr geliebt, aber dann hat er sie... Ria Payne? Hier ist Jerry. Linda hat mir vorhin etwas von einem Arzt erzählt, mit dem Davis zu tun gehabt haben muss. Frag sie doch mal, ob Davis in der Taxi den Eindruck gemacht hat, als ob er einen Psychiater brauchen würde. Mach ich. Du kannst doch selbst mit ihr sprechen. Linda, Jerry Cotton möchte Sie was fragen. Ah. Ah. Linda! Hallo, Ria.
Komm schnell her, Jerry. Sie haben Linda erschossen. So. Zwei Einschüsse, direkt ins Herz. Der Tod ist sofort eingetreten. Ich nehme es gleich ins Protokoll, Doktor. Jerry, ich kann es noch nicht begreifen. Es ist ganz allein meine Schuld, dass sie da liegt. Ich habe versagt. Ach, red doch nicht so einen Unsinn. Doch, Jerry. Ich habe nicht genug aufgepasst. Und ich habe den Auftrag, den du mir gegeben hast, nicht ernst genommen. Und ich habe nicht gedacht, dass sie wirklich in Lebensgefahr ist, Jerry. Aber jetzt arbeiten wir beide zusammen. Es ist doch mein Fall geworden. Ich werde nicht aufhören, bis wir den Mörder gefunden haben. Ria! Sam! Ria, das ist ja furchtbar. Aber du hast keine Schuld. Ich hätte aufpassen müssen. Sam! Ich möchte dich was fragen. Ja, ich weiß, was du mich fragen willst, Jerry. Nein, von mir hat es kein Mensch erfahren. Ich habe nirgendwo und mit keiner Silbe erwähnt, dass Ria Linda mitgenommen hat. Ich habe gar keine Erklärung. Habt ihr eine? Noch nicht. So, wir sind fertig. Nein, Mr. High, das einzige Indiz, das wir haben, ist ein Schalldämpfer und ein Hauptverdächtigen. Lindas Mann, aber leider ist sein Alibi absolut wasserfest. Ja, das ist alles. Ja, Mr. High, wir bleiben dran. Hör zu, Jerry. Der Mord hat Ria sehr mitgenommen. Und wie ich sie kenne, wird sie sich in den Fall verbeißen und nicht mehr locker lassen. So ist sie nun mal. Kannst du es ihr verdenken? Außerdem ist Ria nicht neu in der Branche. Trotzdem habe ich Angst um sie. Ja, sowas gibt's. Aber du wirst sie nicht zurückpfeifen können, mein Junge. So, und was passiert jetzt? Tja, weißt du, ich habe eine Idee. Was hast du denn vor? Ich finde die Kurven von Mrs. Cunnings Tochter sehr interessant, Sam. Man sollte sie besichtigen. Was wollen Sie denn schon wieder? Ich sag nichts, ich weiß nichts, nichts, gar nichts. Hören Sie, Mrs. Cunnings, jemand, der so viel quasselt wie Sie, macht sich verdächtig, wenn er ausnahmsweise mal den Mund hält. Ich will wissen, warum Sie auf einmal nichts mehr wissen. Wer hat Sie dafür bezahlt, dass bei Ihnen plötzlich das Licht ausgegangen ist? Was? Na hören Sie mal, was soll denn das? Entweder Sie machen den Mund auf oder ich lasse Sie einsperren, mit Fräulein Tochter. Sie wollen uns verhaften? Nein, 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 nein! Gut, dann lassen Sie mal endlich was hören. Wer hat Sie bezahlt? Tja, na schön. Ein Mann war vorhin hier. Aha. Wie hat er ausgesehen? Er war ziemlich groß, schlank und hatte eine Narbe über dem linken Auge. Der Mann mit der Narbe war derselbe Kerl, der Davis erschossen hat und den ich verfolgt habe. In den Bahnanlagen meinst du, Jerry? Ja, und bei Morris und Sohn. Ist das der Boss? Ein Boss macht auf keinen Fall die dreckige Arbeit, das ist überall so. Du kommst nicht mit rein zu Carp, das ist mein Job. Aber Jerry... Komm nicht in Frage, der Bursche ist zu gefährlich. Du weißt, dass ich Sam versprochen habe, dass... Gordon! Bist du verrückt, Francis? Verschwinde, wir dürfen nicht zusammen gesehen werden. Reingefallen, hier ist der liebe Cotton, Mr. Carp. Mich lassen Sie wohl rein, Was oder? Soll denn das, Cotton? Spiel so lange auf der Straße, mein Kind. Mach Platz, Schwabbel, sonst muss ich dich an die Leine nehmen. Hast ein schlechtes Gedächtnis, was? Noch nicht bedient vom letzten Mal? Ach, muss ich ihm schon wieder eine überbraten? Oh! Lass ihn! Bring Mr. Cotton rein! Ja, das ist doch ein Wort! Sie haben Gordon also doch gekannt. Einer hat dem anderen den Tipp gegeben, wie man sich gegen mäßige Gebühren seine Frau oder seinen Prokuristen vom Halse schaffen kann. Sie haben kein Recht, mich wie einen Verbrecher zu verhören, ehe Sie nicht bewiesen haben, dass ich einer bin. Mit jeder Beleidigungsklage käme ich durch. Wenn Sie meinen, versuchen Sie es doch mal, Carp. Wir gehen zur Polizei. Und da sprechen Sie sich mal so richtig aus. Sie sagen, was ich Ihnen vorwerfe und beweisen das Gegenteil. Aber das würden Sie nie tun, weil Sie Angst haben. Warum sollte ich Angst haben? Weil Sie bis zum Hals im Dreck stecken. Ich garantiere Ihnen, in den nächsten 24 Stunden habe ich die Beweise, die ich brauche. Und dann bringe ich Sie auf den elektrischen Stuhl, Sie Strolch. Ich weiß genau, was du für ein Spielchen vorhast, Jerry. Du willst Carp so lange herausfordern, bis er die Nerven verliert und... Und? Und bei der Organisation, hinter der wir hier sind, wieder einen Mörder bestellt. Aber diesmal für dich. Für eine Frau bist du widerlich logisch. Einen Mörder für Sie, Jerry? Sie sagen es. Wissen Sie, was Sie da vorhaben? Ja, das weiß ich. Ich muss Carp so weit kriegen, dass er bei der Organisation wieder einen Mörder bestellt. Für mich. Ach.
Ich kann nicht zustimmen, dass einer unserer besten Leute sein Leben aufs Spiel setzt. Eben war Mrs. Cunnings am Telefon. Sie hat einen Anruf ihrer Tochter bekommen. Eve hat den Mann gesehen, der gestern ihrer Mutter das Geld gegeben hat. Und wo? Farnes Street, Westmore House. Westmore House? Aber das Mädchen hat ihrer Mutter auch gesagt, dass der Mann sie erkannt hat. Er verfolgt sie. Sie wird jetzt mit der Straßenbahn fahren, da ist sie einigermaßen sicher. Denkt sie. Und der Mann, der Davies erschossen hat. Beide waren im Westmore House. Was wollten die da? Das war doch kein Zufall. Aber Jerry, hier im Westmore House gibt es so wahnsinnig viele Firmen. Sieh dir doch bloß mal die Schilder an. Tja, wie in Liechtenstein. Beide waren hier. Die kleine Cunnings und der Mörder von Davies. Weißt du noch, was Linda im Präsidium von Davies gesagt hat? Er hatte einen Sprung in der Schüssel und sprach von einem Arzt. Moment doch mal. Hier wohnt ja ein Nervenarzt. Dr. Saunders. Dr. Saunders ist ein sehr berühmter Psychiater. Jerry, er hat sogar Bücher geschrieben. Der Mörder in dir und kriminelle Taten als Befreiung. Hochinteressante Bücher. Ich habe sie alle gelesen. Ach ja? Na, dann werden wir mal dem guten Onkel Doktor einen Besuch machen und uns von unseren kriminellen Taten befreien lassen. Komm. Aha. Wissen Sie, ich behandle so viele Menschen, dass Ihnen über die einzelnen Patienten nur meine buchführende Assistentin Auskunft geben könnte. So ist das in meiner Praxis. Leider ist sie vor einer Woche verstorben. Herzschwäche, Mr. Cotton. Das tut mir leid, aber Sie werden sich vielleicht an einzelne Patienten noch erinnern. Zum Beispiel an den. Er heißt Kit Davies. Nein, kenne ich nicht. Aber ein interessantes Gesicht. Finden Sie? Ja, es ist ohne Form, hat fließende Linien, teigig. Interessanter Typ, sehr interessant. Würden Sie aus dem Gesicht lesen können, dass er ein Mörder ist? Jeder Mensch ist ein Mörder. Kann es sein, oder sagen wir lieber so, könnte es sein. Diese Theorie hat nichts mit der äußeren Erscheinung zu tun oder mit dem Gesicht als solchem. Es ist eine von mir in mehreren Büchern niedergelegte Erkenntnis. Nun, Sie sind Laien. Die aber zufällig Ihre Bücher gelesen haben, Doktor. Zum Beispiel der Mörder in dir. So, das sind aber rein wissenschaftliche Bücher. Ich weiß. Und trotzdem liest man sie wie einen spannenden Kriminalroman. Nun ja, als Autor, Madam, hört man so ein Kompliment natürlich gern. Um aber auf den Grund Ihres Besuches zurückzukommen, dieser Davies ist mir völlig unbekannt. Wie sind die auf uns gekommen? Baxter sofort zu Simplon. Was ist das? Hier sind Abhörgeräte versteckt. Schnell suchen! Das hättest du dir denken müssen, Saunders. Ein lebensgefährlicher Fehler. Ach, red jetzt nicht. Hier. Ein Kurzwellenmikrofon. Was hat er denn mit Simplon gemeint? Simplon ist ein kleines Restaurant hier in der Nähe. Ich bin schon mal da gewesen. Aber ja, Doktor. Ja, natürlich. Moment, mein Freund. FBI. Sag Decker Bescheid. Ja. Fertig!
Schokolade. Hier, Baxter. Cotton hat mich verfolgt. Ich habe ihn aber abgehängt. Was jetzt? Na los, fahr! In Ordnung. Das ist eine Lusche, Baxter. Cotton hängt unter dem Wagen. Verflieg's doch mal. Was soll ich jetzt machen? Verstanden. Ende. Jetzt zum Bahnübergang. Verstanden, zum Bahnübergang. In der Basaltmine. Er ist hinter mir her. Könnt ihr mich sehen? Natürlich sehen wir dich. Guck dich da nicht aus. Hängt dran. Dann mal ein bisschen schneller.
zäher Bursche ist das. Und was machen wir jetzt? Scharfe Kurve links, lass ihn abstürzen. Mit Vergnügen, wie im Kino. Erledigt, der Hund. Der ist unten. Nein, oben. Wir schicken Kranz rauf. Ja. Wenn du Extratouren machst, Jerry. Ich habe mich gefühlt wie ein Sonntagsflieger, der ohne Fallschirm abgeschmiert ist. Und wo ist der Mann mit der Narbe? Vom Winde verweht. Plötzlich war er verschwunden. Und was jetzt? Ich weiß noch nicht. Fahren Sie mich erstmal zu meinem Jaguar. Sie wissen, wo er steht? Ja, Sir. Wie bei Davies, Mr. Clark. Er wurde gefährlich für die Organisation, also brachte man ihn um. Er hatte also ausgedient. Mhm. Warum haben Sie ihn dann in einen Jaguar gesteckt? Warum wohl? Als dezente Warnung. Was ist mit diesem Dr. Saunders? Ich habe da mal in seine Bücher reingeguckt. Saunders glaubt, dass jeder Mensch eine Veranlagung zum Mord hat, aber der Trieb muss erst geweckt werden. Verstehen Sie, wenn ein labiler Mensch zum Beispiel unter Minderwertigkeitskomplexen leidet, kann er diese Komplexe durch einen Mord abreagieren. Und Saunders praktiziert das? Ja, ich nehme sogar an, Mr. Clark, dass Saunders sich eine Art Mördergruppe geschaffen hat. Patienten, die durch seine Behandlung von ihm abhängig geworden sind. Und Saunders vermietet sie. Eine interessante Theorie. Gell? Jerry, wenn Saunders der Boss ist, warum verhaften wir ihn dann nicht? Ich brauche noch Beweise und die habe ich erst morgen. Wieso denn morgen? Weil du Saunders anrufst und einen Mord bestellen wirst. Meinen. Du kannst wohl nicht dafür. Du musst es tun. Du kannst alles von mir verlangen. Aber das nicht. Das mache ich nicht. Ja, ich verstehe dich, Phil. Aber einer muss es tun. Ich soll deinen Mörder bestellen? Bist du denn wahnsinnig? Im Gegenteil, ich bin völlig normal. Ich kann nicht selbst anrufen, er kennt meine Stimme, deshalb musst du es tun. Sag mal, Jerry, weißt du eigentlich, was du damit verlangst von Sam? Natürlich weiß ich das. Aber er ist schließlich mein Freund. Hör zu, Sam. Wenn du dich umbringen lassen willst, ist das deine Sache, aber du bringst auch Ria in Gefahr. Das ist doch unwichtig, Sam. In unserem Beruf ist nun mal ein Risiko drin. Sag ihm, du bietest die übliche Summe. Hier ist seine Nummer. Jerry. Sam, du rufst an. Jerry, ich bitte dich. Na komm, Sam, ruf an, wir haben keine Zeit. Ja, Saunders. Dr. Saunders. Ein neuer Auftrag. Ein kapitaler Auftrag. Jerry Cotton. Oh, naja, das habe ich mir gedacht. Aber dann doch wohl in der besprochenen Reihenfolge. Und natürlich zum selben Preis. Die Summe wird auf Ihr Konto überwiesen. Ende. So einfach ist das. Es ist nicht zu begreifen. Was hat Saunders denn gesagt, Sam? Hat er überhaupt keine Fragen gestellt? Keine Sicherheiten verlangt? Nein. Er wollte keine Einzelheiten. Aber er schien den Anruf wohl erwartet zu haben. Er hat anscheinend damit gerechnet. Dass eine Bestellung für mich eingeht? Ja, Jerry. Wir haben da eine Sache in Gang gebracht, die verdammt ins Auge gehen kann. Da fällt mir übrigens ein, Saunders hat noch was gesagt. Aber in der besprochenen Reihenfolge. In der besprochenen Reihenfolge? Dann ist noch jemand vor mir dran. Ria. Was hältst du denn davon? Ria. Ja? Du siehst ja aus wie eine Katze, wenn's donnert. Ach, weißt du, mir ist da gerade etwas Eigenartiges eingefallen. Was Lustiges?
Lass mal hören, wir lachen auch gern. Gut, Jerry. Aber erst morgen, wenn wir alles hinter uns haben. Und jetzt Harry Crawford. Harry! Harry! Ja? Für dich, Harry. Schön. Ist es soweit? Ja, Harry. Wen? Die Schwester wird Ihnen morgen ein Bild zeigen. Ein höchst interessanter Fall. Nerven haben Sie, Jerry. Hinter jeder Hausecke, in jeder Toreinfahrt kann ab jetzt Ihr Mörder auf Sie warten. Das hoffe ich sehr, Mr. Clark. Jerry. Ach komm, Phil, ich kann doch jetzt keinen Rückzieher mehr machen. Ja, ich weiß ja, dass es nicht geht. Wir haben das Ding nun mal gestartet und jetzt kann ich nur noch warten. Und zwar auf meinen Mörder. Sie setzen Ihr Leben aufs Spiel. Das ist nun mal so in unserer Branche. Ja, aber es ist ein Unterschied, ob man es aufs Spiel setzt als Jäger oder als Gejagter. Ich lebe leider immer noch. Jerry! Haben Sie nicht einen Mörder für mich? Wo stecken Sie? Am Baybridge Boulevard. Sie sind nervös? Und dann würde ich an Ihrer Stelle mal einen Beruf wechseln. Kommt nicht in Frage, ich mache weiter. Einmal wird er auftauchen. Ich melde mich wieder. Was machst du denn da? Mach mir keine Kratzer in den Blatt. Immer ein Scherz auf den Lippen, ja, ja. Aber mir ist jetzt nicht zum Lachen zumute. Du brauchst doch keine Angst zu haben, ich bin doch bei dir. Was willst du jetzt machen, Jerry? Jetzt fahre ich erstmal nach Hause, baden, rasieren und ein paar Takte schlafen. Na? Mal mit dem hübschen Auto fahren? Weiß nicht, ich will noch was einkaufen. Ja, dann kauf ein. Aber gib nicht zu viel Geld aus. Wiedersehen, Jerry. Und pass gut auf dich. Du vor allem auf dich, ich brauch dich noch. Bis nachher. Thank you.
Nehmen Sie mich mit rauf? Ja. Na sicher. Wohin? Nach oben. Welche Etage darf es denn sein? Die Etage ist mir egal. Wieso ist Ihnen das egal? Ja, deshalb. Wer ist denn da? Jerry! Gott sei Dank, Jerry. Das war wirklich eine deiner besten Ideen, mir die kugelsichere Weste anzudrehen. Ja, Jerry, also, ich wollte ja das komische Ding zuerst gar nicht umbinden, aber es hat sich dann doch bestens bewährt. Meinst du den BH? Wenn die Kugeln einschlagen, haut es einen doch ganz schön um. Hauptsache, ich lebe noch. Und erzähl doch schon. Der Junge wollte mich erschießen und dafür hat er sich ausgerechnet den Fahrstuhl ausgesucht. Wer wollte dich erschießen? Welcher Junge? Ich habe ihm eine kalte Dusche gegeben. Damit er schön frisch bleibt, was? Na, das wird der hoffnungsvolle Knabe bereuen. So. Ja, aufwachen. Wird's bald? Na komm. Was ist denn? Sag mal, was hast du denn mit dem gemacht? Nur ein bisschen Karate. Junge, wer hat dir denn den Kiefer so gelockert? Dornröschen, die 100 Jahre sind um. Was wollen Sie von mir? Man schießt nicht auf den Fahrstuhlführer. Was meinen Sie denn? Hast du schon mal jemanden umgelegt? Nein, Sir. Das war deine Premiere, ja? Ja, Sir. Aber du solltest mich doch umlegen. Ja, nachher. Erst sollte ich sie erledigen. Wer hat dir den Auftrag gegeben? Dr. Saunders? Ja. Ich kann dich auf den elektrischen Stuhl bringen, mein Junge. Aber ich will es nicht. Ich werde dir eine Chance geben. Du wirst bei mir mitspielen, hast du begriffen? Ja. Jerry! Willst du den Kerl freilassen? Ja, genau. Hast du mich verstanden? Ja, Sir, ja. Na also. Du bleibst mit mir in Verbindung, und zwar über diesen Kugelschreiber. Ich habe denselben. Ist ein hübsches Stück aus dem Ausverkauf. Das ist die Antenne, und wenn du dieses Knöpfchen nach oben schiebst, ist der Sender eingeschaltet. Und mit dem Ende kannst du die Lausche machen. Da sprichst du rein. Aber wenn du bei Dr. Saunders bist, lässt du es ausgeschaltet. Der hat nämlich ein Peilgerät. Ja, verstanden. So, und jetzt verschwinde, mein Junge, aber... Was aber? Du vergisst hoffentlich nicht. Wenn dich dein Auftraggeber fragt, was mit Ria ist, sagst du, sie ist tot. Verschwinde von der Bildfläche, Ria. Ich bin der Nächste auf deiner Liste. Du bringst mich auch um. Und zwar mit Platzpatronen. Platzpatronen? Ja, nur so bum-bum. Ich bin noch zu gut erhalten, um ins Gras zu beißen. Ist nicht so? Ja, Sir. Na, siehst du. Wen haben wir denn da? Das ist doch der berühmte zweite Mann. Hier FBI Telefonzentrale. Mord in der Toss Pacific Road. Wiederholen Sie den Namen. Rhea Payne. Ende. Rhea Payne ist tot? Ja, im Fahrstuhl erschossen. Harry, kannst du mich hören? Harry, bitte melden. Der Kerl war doch froh, dass Sie ihn haben laufen lassen. Wahrscheinlich sehen wir ihn nie wieder. Harry, antworte. Bitte melden. Mr. Clark, ich habe ihm verboten, den Sender bei Saunders zu benutzen. Dr. Saunders hat leider ein Peilgerät und damit wäre unser Bluff geplatzt. Harry, antworte mir, wenn du kannst. Mr. Cotton, hier ist Harry. Hören Sie mich? Ja. Harry, wo bist du denn jetzt? Ich bin im Westmoor-Haus. Hier unten in der Eingangshalle. Ab jetzt meldest du. Verstanden. Abwarten. Verzeihen Sie, wenn ich störe, Sir. Was habe ich dir gesagt, Jerry? Zieh nur Ria nicht in die Sache mit rein. Du hast das Mädchen in den Tod gehetzt. Mr. Parker! Ich weiß, was ich sage, Sir. Ich habe dich immer wieder gewarnt. Dieser Fall ist für Ria zu gefährlich. Schließlich bin ich ja auch nicht ganz neu in unserer Branche. Ja, Sam, es tut mir leid. Ich habe es nicht verhindern können. Das macht sie auch nicht wieder lebendig. Ja, aber was soll ich sonst sagen? Ich kann es auch nicht ändern. Warum haben Sie mir nicht gesagt, dass Rhea lebt? Die Sache muss ganz unter uns bleiben. Nur wir beide wissen es. Und wir halten den Schnabel. Auf jeden Fall noch 24 Stunden. Glauben Sie, bis dahin den Boss gefunden zu haben? Das glaube ich. Erzählen Sie weiter, lieber Harry. Die entscheidende Stelle. Sie betraten den Fahrstuhl
Und was dann? Ich stand ihr gegenüber. Sie hatte ein Paket im Arm. Ich starrte wie gebannt auf dieses Paket. Dann fragte sie mich, wohin. Ich sagte, nach oben. Nach oben? Dann fragte sie, welche Etage. Ich sagte, das ist mir egal. Sie sagten, das ist mir egal. Gut, sehr gut. Und dann? Was haben Sie dann getan? Ich zog die Pistole und drückte ab. Was haben Sie denn? Warum atmen Sie denn plötzlich so komisch? Wie meinen Sie? Ich habe gefragt, warum Sie so atmen. Warum? Sehen Sie, er antwortet Ihnen nicht. Und was passiert, wenn Saunders alles aus ihm rausgequetscht hat? Der Mann ist Psychiater. Vielleicht weiß er jetzt schon alles. Und Harry funktioniert wieder so, wie er will. Die Pistole ist wieder geladen. Danke. So, Harry. Und jetzt gehen Sie und tun Sie, was Sie tun müssen. Ganz einfach tun müssen. Erst dann sind Sie befreit von Ihren Komplexen. Ja. Damit ich befreit bin. Harry, kannst du sprechen? Harry, bitte melden. Es ist sinnlos. Absolut sinnlos. Geben Sie es auf, Jerry. Es ist zu spät zum Aufgeben. Es ist noch nicht zu spät. Sie verschwinden aus Los Angeles und einer Ihrer Kollegen wird den Fall übernehmen. Mr. Cotton. Ja, Harry, was ist denn? Sie sind dran, Mr. Cotton. Wo und wann? Da, wo ich Sie treffe und so schnell wie möglich. Gut, Harry. Du besorgst die Patronen. Platzpatronen, vergiss das nicht. Wir haben ja alles genau abgesprochen. Du schießt mit Platzpatronen und wir lassen dich laufen. Hast du verstanden? Ja, Mr. Cotton. Jerry, zum letzten Mal. Wenn er falsch spielt, ist es für ihn der leichteste Job, den je ein Mörder erledigt hat. Denn sie stellen sich ihm. 3.000 sind mir viel zu wenig. Der Preis war doch abgemacht. Mm-mm, aber nicht für einen FBI-Agenten. 4.000, oder ich mache es nicht. Komm, nicht erpressen. Ich warne dich, du. 4.000 über die First National. Du streust, du. Okay. Na also, warum nicht gleich so? Aber wenn du versuchst, uns zu verladen, dann machen wir dich trübe. Geht alles klar. Ich fahr zur Basaltmine, wie abgesprochen. Was macht Harry? Das Hündchen folgt treu seinem Herrchen. Ich suche nur noch den zweiten Mann. Soll ich nicht doch meine Leute zur Verstärkung schicken? Auf gar keinen Fall, Sir. Wie ich die Burschen kenne, haben sie Sicherung eingebaut und da könnten wir reinstolpern. Wissen Sie, wie sie mir vorkommen? Wie die 12 auf einer Zielscheibe. Crawford, was ist mit Cotton? Er fährt weiter in Richtung Basaltmine. Ende. Nicht dranbleiben. Hauptquartier melden. Was ist denn, Jerry? Ich habe jetzt den zweiten Mann im Spiegel. Ich sehe dich, Jerry. Den Wagen hinter dir sehe ich auch. Ach, das ist nur mein Mörder. Jetzt kommt noch ein Wagen. Ist das einer von uns? Das ist der berühmte zweite Mann. Der wird bei mir Nummer 1. Hier ist Harry Crawford. Ich bin in der Basaltmine von Northcliffe Carson. Der rote Jaguar vor mir ist festgefahren. Jerry Cotton scheint bewusstlos zu sein. Er liegt auf dem Steuerrad. Geh hin und erledige deinen Auftrag. Ich bin ganz in der Nähe und beobachte dich. Wenn du fertig bist, komme ich hin. Verstanden. Ich werde jetzt Cotton erledigen.
ist denn, Jerry? Warum meldest du dich nicht? Ja, Phil. Ich habe das Gefühl, dass es hier gleich rund geht. Schalte lieber ab. Ich werde gleich erschossen. Da kommt noch ein Wagen. Ist ja wie beim Staatsbesuch. Natürlich. Wer ist denn das? Wenn wir Glück haben, ist es der Boss. Drück mir die Daumen. Bitte, Sam Parker hatte ich doch schon so ein Animus. Was soll denn das, Jerry? Sam Parker erledigt Morde an Gros und an Detail, inbegriffen Frauen und Kinder. Jerry, bist du verrückt? Du warst der Einzige, der gewusst hat, dass Ria Linda mitgenommen hat. Du hast den Auftrag gegeben, Linda auszuschalten. Ich habe keine Ahnung, was du von mir willst. Und als du bei Saunders telefonisch meinen Mörder bestellt hast, da hast du doch von einem kapitalen Auftrag gesprochen. Ich habe es genau gehört. Durch dieses Stichwort wusste Saunders, dass der Boss spricht. Jetzt reden wir weiter über Ria. Nach dem Telefongespräch mit Saunders ist dir ein Licht aufgegangen und das hast du gemerkt. Hast du den Auftrag gegeben, sie umzubringen. Und genau das war dein Pech. Ich habe nur darauf gewartet, dass du sie umbringen würdest, du Schwein. Ria kann nichts mehr sagen. Sie ist tot. Sie ist tot? Dann ist das da wohl ihr Geist, was? Jerry! So, nun Abmarsch. Jerry! Alles erledigt, Ria. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie froh ich bin. Na, dann würde ich es doch lassen. Mr. Decker, ist Dr. Saunders verhaftet? Vor einer halben Stunde. Harry, danke. Ich danke dir vor allem, mein Junge, für die Platzpatronen. Gott sei Dank, Jerry. Ups, zerdrück mir nicht meinen Kragen. Jerry, du blutest ja. Blutgruppe A gibt's neuerdings als Tomatenketchup. Letzter Scherz. Jerry, in dem roten Jaguar wärst du beinahe umgekommen. Ich werde ihn streichen lassen.